First time in the USA. Willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich richtig freue, denn heute geht meine Rundtour 2 Wochen lang durch die Westküste der USA los. Also heute beginnt's. Ich bin heute nach 12 Stunden Flug in Las Vegas angekommen. Bin jetzt gerade in meinem Hotelzimmer, ist relativ in der Nähe vom Strip. Ist auch mit Casino, mit einem richtig großen Casino. Und anscheinend bin ich doch ziemlich Jetlag-anfällig. Wusste ich noch nicht, weil ich noch nicht so weit weg war. Jedenfalls freue ich mich jetzt riesig auf mein erstes amerikanisches Frühstück. Ich kann es kaum erwarten. Und wir haben so Voucher bekommen und müssen jetzt durchs Casino laufen und dann gibt's Buffet. Hotel Nummer 2, wir sind jetzt in Kicksburg angekommen. Wir sind den ganzen Tag erst durch die Wüste gefahren und dann durch die kalifornischen Landschaften, wo lauter Plantagen waren und so weiter, Windräder, alles da. Und ja, jetzt bin ich hier in meinem schnuckeligen Zimmer und die Sonne geht auf in Kalifornien. Es ist 6 Uhr morgens, ich bin schon fertig gemacht. Ich freue mich schon gleich aufs Frühstück um 6:30 und dann düsen wir gleich los in den Yosemite Park. Und ja, habe davon nur Gutes gehört, nur Schönes gesehen. Und ich glaube, heute wird das Wetter auch viel besser als gestern. Zahlreichen Busstops, denn wir machen sehr, sehr viele Busstops und wir sind jetzt bei so einer Art Farm. Und hier ist ein Lama und ich habe mir gedacht, ich gehe mal kurz zu dem Lama hin. Kalifornisches Lama. Guten Tag. Unser heutiges Hotel ist mehr so eine Art Motel und zwar sind wir in Modesto, das ist eine Kleinstadt in Kalifornien. Ich habe mal gegoogelt, hier ist George Lucas geboren und außerdem der Gründer der Hells Angels. Also eine interessante Stadt, wie ich finde. Und ich laufe jetzt einfach so ein bisschen rum und lasse das mal so auf mich wirken. Und dann gehen wir zu einem 24-Stunden-Diner und lassen es uns da hoffentlich schmecken. Das heißt Denny's. Wir sind jetzt angekommen in San Francisco und heute steht einiges auf dem Programm, eine Stadtrundfahrt und wir werden auch noch eine Bootstour machen und jetzt natürlich alles angucken hier. Hotelzimmer, Leute, wirklich riesen Hotelzimmer. Ich habe schon überlegt, die andere Hälfte des Raums per Airbnb noch über Nacht zu vermieten oder so. Ich zeige euch mal den Raum. Und dann geht's gleich los. Ich habe eine Nachttour gebucht. Bereue es gerade schon fast ein bisschen, weil ich voll müde bin. Aber wenn ich gleich durch Chinatown in San Francisco laufe, bereue ich es wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin in Monterey angekommen. Dieser Ort steht ganz im Zeichen von John Steinbeck, der hat hier gelebt und Bücher geschrieben und was weiß ich alles gemacht. Und es gibt auch viele Sardinen und Fische und Schulbusse. Und ich gehe jetzt ins Monterey Bay Aquarium und freue mich auf die Pinguine. Wir übernachten mitten zwischen San Francisco und LA im Niemandsland in Atascadero und mein Zimmer ist mein Favorit bisher. Es ist echt richtig schnucklig und ich habe ein bisschen Sonnenbrand, obwohl ich kaum draußen war. Eine halbe
halbe Stunde Busstopp in Hollywood. Und wir laufen jetzt gerade den Walk of Fame entlang. Hey, hey. Hey, hey. Scarlett Johansson gefunden. Wir haben jetzt noch einen letzten Stopp im mexikanischen Platz, bevor wir zurück zum Hotel fahren. Das ist ein bisschen außerhalb Buena Park, so 40 Minuten weg von. Heute ist unser Aufenthaltstag in L.A. Die anderen machen einen Ausflug nach San Diego, der war aber freiwillig und ich wollte natürlich in L.A. bleiben. Hab mir jetzt mit den Mädels Uber geteilt vom Hotel aus zum Walk of Fame. Und jetzt warte ich gerade auf ein zweites Uber und das fährt mich zu meinem Shooting. Denn ich habe mir wieder über Airbnb Experience so ein kleines Shooting gebucht. Und da treffen wir uns am LACMA. Das ist so ein ziemlich cooler Spot am Kunstmuseum. That's fascinating. So Leute, nach meinem Airbnb-Shooting und dem leckeren Essen bin ich jetzt mit dem Uber zu Venice Beach gefahren und ich glaube zum Strand. Ich warte jetzt auf mein Uber-Pool, und zwar ist das eine Funktion von Uber, bei der andere Leute mitfahren können. Und das ist dann wesentlich günstiger, deswegen nutze ich das auch. Und damit fahre ich jetzt in die Nähe vom Walk of Fame wieder, wo auch die Reise begonnen hat. Und zwar ist dort eine Wanderung, die ich auch bei Airbnb gebucht habe. Und zwar laufen wir zum Hollywood-Zeichen hoch. Und das ist auch das Letzte, was ich heute mache. Und dann geht's zurück nach Buena. Nach dem freien Tag gestern in L.A., den ich sehr genossen habe, wie ihr gesehen habt, mit der Wanderung und dem Shooting und dem Venice Beach, war jetzt heute wieder so ein Bustag sozusagen. Wir sind 500 Kilometer gefahren, aber unglaublich schön. Wir sind durch den Joshua Tree National Park gefahren und das ist wirklich ein Spektakel. Also sieht alles so toll aus, die ganzen Naturformationen, die ganzen Kakteen. Ich hätte Stunden dort verbringen können, wirklich. Und von da aus sind wir dann auch über die Route 66 gefahren, sind in so einem richtigen Rocker-Motel, haben wir als Raststätte genutzt und haben vorher Fotos gemacht mit den Route 66-Zeichen auf der Straße. Und unser jetziger Stopp ist ein ganz lustiges Hotel in der Stadt Laughlin. Laughlin ist die drittgrößte Casino-Stadt in Nevada, nach Reno und Vegas natürlich. Und hier gehen die ganzen Alten hin und spielen hier, weil die ja lieber hier sind als im Trubel von Vegas, denn hier ist es auch alles viel günstiger, so heißt es zumindest mal. Und wir werden uns jetzt gleich die Casinos anschauen. Auch unser Hotel ist ein Casino, das Golden Nugget. Und werden danach noch ein bisschen Laughlin erkunden und natürlich irgendwas essen gehen. Wir sind jetzt am Grand Canyon angekommen, aber noch nicht am Abgrund, sondern erst an der Bright Angel Lodge. Gehen jetzt mal da rein und dann haben wir gleich ein bisschen Freizeit, um die Gegend hier zu erkunden. Leute, es hat geschneit am Grand Canyon zum Schluss und wir sind jetzt hier bei 8 Grad in Flagstaff gelandet. Hotelzimmer mega schön, richtig cooler Pool direkt am Aufzug. Also man sieht vom Aufzug aus auf den Pool, das werde ich noch filmen. Und ich gehe jetzt zum Walmart. Ich würde jetzt zu gerne noch ein bisschen hier in dem Zimmer bummeln, doch wir müssen weiter los. Und zwar geht es heute Richtung über Lake Powell in Utah zum Bryce Canyon National Park
Und ich habe mir gestern diesen Look im Walmart gekauft, denn es ist ja momentan so kalt, denn es gibt irgendwelche pazifischen Winde und Stürme. Und deswegen hat es jetzt in Yosemite schon geschneit, wo wir vor ein paar Tagen waren. Im Bryce Canyon Park, wo wir heute hinfahren, auch. Und hier sind nur so 8 Grad und nachts werden sogar Minusgrade. Deswegen habe ich dringend mal noch eine lange Hose gebraucht, eine neue. Und ja, jetzt fahren wir wieder weiter los. Endlich zurück in Vegas in meinem schönen Gold Coast Hotelzimmer. Ich nehme jetzt einen Lift und fahre in die Outlets und hoffe, dass es da günstige Sachen gibt. Ich will auf jeden Fall zu Calvin Klein gehen und zu Adidas und danach fahre ich zum Neon Museum. Das hat bis Mitternacht auf und mal schauen, wie viel ich für alles brauche. Wenn ich nicht so viel Zeit brauche, will ich dann noch zum Strip und die coolen Hotels abklappern. Ich war super erfolgreich. Ich habe mir neue Skechers gekauft. Die waren nicht so viel günstiger als bei uns, aber die sind trotzdem cool. Und ich wollte eh noch neue weiße Sneaker haben. Und ich habe bei Calvin Klein richtig gut zugeschlagen. T-Shirt, Hose und ein Bra für gerade mal 60 Euro. Das war richtig cool. Und ich habe mir noch so einen kurzen Vegas-Sweater gekauft. Also ich bin richtig zufrieden. Ich bin im Death Valley und zwar machen wir heute so eine letzte Tour dahin und dann ist die geführte Tour komplett vorbei. Das ist aber auch ein freiwilliger Ausflug und ich habe ihn sehr genossen. Also wir waren an so einem Aussichtspunkt, haben uns das ganze Death Valley angeschaut, dann waren wir noch unter dem Meeresspiegel und haben uns da die Salzüberreste, den Salt Lake angeguckt, die Badlands und sind jetzt in so einer Art Oase. Hier kann man auch übernachten, hier gibt es Hotels, Golfplätze und wunderschöne Palmen und ich habe mir einen Eiskaffee geschnappt und genieße jetzt hier noch ein bisschen den Ausblick, bevor es wieder zurückgeht in bunte Wege. Jetzt warte ich gerade an meinem Hotel, dem Gold Coast, auf den Shuttlebus. Der fährt die ganze Zeit eigentlich zum Strip. Ich warte jetzt schon so 10 Minuten und hoffe, der kommt bald. Ich bin jetzt hier im Antelope Canyon und zwar haben wir eine Tour gebucht von Las Vegas aus und unser Tourguide hat uns am Grand Canyon Dam vorbeigefahren und dann weiter zum Antelope Canyon und zwar dürfen wir hier nicht einfach so drauf, sondern er hat uns vorne rausgelassen und die Navajo Indianer, deren Land das ist, sind mit uns dann hierher gefahren, noch ein paar Meilen und wir haben jetzt hier einen Tourguide und er führt uns hier herum. Und es ist einfach atemberaubend. Also es ist wirklich den ganzen Aufwand und auch den relativ hohen Eintrittspreis von $45 plus die Tour natürlich wirklich wert. Und heute habe ich mich warm angezogen und heute ist es mal ein bisschen wärmer. Verrückt irgendwie. Und ich bin in Downtown Vegas jetzt unterwegs, bin an der Fremont Street. Und da treffe ich jetzt gleich ein paar Leute und wir machen ein paar Instagram-Fotos und werden ein paar coole Spots abklappern. Danach will ich noch zum Containerpark ein bisschen shoppen, überhaupt noch ein paar Geschäfte abklappern, so Dress for Less oder keine Ahnung, Target und abends will ich dann natürlich noch mal zum Strip, denn ich habe das Luxor und das Excalibur und noch ein paar Casinos gar nicht gesehen und das habe ich heute noch vor. Ich zeige euch jetzt was super lustig ist, denn die Leute stehen hier an, um ein Foto zu machen vor dem Schild Welcome to Las Vegas. Es ist richtig was los.